So, also wir wollten zu dem Notsignal da und danach ins Geschäft, um die 156 Scrap auszugeben und den Ionenblaster zu verkaufen. Mit etwas Glück kriegen wir ein Tarnsystem. Das wäre noch echt schick. Obwohl ich überlegen sollte, ob wir nicht vielleicht erstmal unsere Waffensysteme weiter ausstufen. Denn wir bekommen ja jetzt nach und nach gute Waffen geliefert, aber wir haben nicht die Energie und das Waffensystem, um sie überhaupt zu benutzen. Und die wären schon sehr praktisch. Also ja, vielleicht doch kein Tarnsystem. Dann müssen wir halt abwägen. Aber erstmal das Notsignal. Komm schon, wir wollen einen Kampf. Wir brauchen mehr Schrott. Oh. Ein Schiff ohne Lebensform an Bord ist in einem sehr dichten Asteroidengürtel und hat ein Notsignal. Könnte gefährlich sein. Wir werden wahrscheinlich Hüllenschaden bekommen wegen dem Asteroiden. Aber wir sind direkt neben einem Geschäft, das können wir gegen reparieren. Also gucken wir mal. Okay, ein kaputtes Piratenschiff. Wir finden eine Rakete, eine Drohne und 21 Scrap. Und kein Schaden. Sehr schön. Wir... wir könnten erst dahin springen und dann zum Geschäft. Ja, das machen wir. Ich hoffe, die Rebellen nehmen jetzt nicht plötzlich Anlauf und gehen gleich ganz weit. Aber ja, wir kommen an eine Zoltan-Forschungsstation. Die kennen wir auch schon. Die erforschen Leute, die FTL-Sprünge benutzen. Wir nehmen mal teil. Naja, und sie werden wieder als Geisel gehalten. Und die Schiffe hier greifen uns an. Aber gut, er hat zwar 3 Schildpunkte, aber er hat kein grünes Schild und keine Drohnen, die Raketen abschießen können. Also dürfte das hinhauen. Oh, wir haben gleich 3 Angreifer. 4 Angreifer. Du dahin. Du raus da. Achso, das bist gar nicht du. Und was zur Hölle ist das da für eine Waffe? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir unseren Piloten und unseren Navigator da abziehen sollen oder nicht. Ich weiß jetzt nicht, wo die alle hinlaufen. Wir lassen die beiden erstmal da. Wenn jetzt alle hier reinlaufen, verkriechen die beiden sich in der Pilotenkanzel. Weil da können auch nur 2 Gegner rein. Hier könnten alle 4 auf ihn einprügeln. So, währenddessen läuft er hier und er hier nach da, um die aufzumischen. Im Idealfall bekämpfen wir sie hier in der Krankenstation. Das heißt, wir machen erstmal die Krankenstation aus, tun die Energie in die Artillerie und sobald irgendjemand Schaden nimmt, machen wir sie wieder an. Ich hoffe einfach mal, dass das prozentual auch zählt mit dem Aufladerate, mit der Aufladerate. Gut, die Ionenbombe geht bitte auf die Also wir könnten die Schilder ausschalten, um wieder auf die Waffensysteme zu schießen, oder wir könnten gleich versuchen, die Waffensysteme auszuschalten, damit sie gar nicht erst auf uns schießen können. Dadurch würden wir quasi eine Runde gewinnen. Ne, komm, wir haben genug Hülle. Wir schießen erstmal mit der Ionenbombe auf die Schilde. Und dann... ja, dann schießen wir entweder auf die Schilde oder auf die Waffen. Das Ding, der irritiert mich echt ein wenig. Aber ich denke nicht, dass es so viel Schaden verursacht, dass es uns gleich gefährlich werden könnte. Oh, was mir noch gerade auffällt, wir müssen unbedingt darauf achten, dass wir neuen Treibstoff kaufen. Und ich habe wohl vergessen, bevor wir gesprungen sind, den Sauerstoff hoch zu regenerieren. Also, ja, ist alles ein wenig rot. Aber gut. Du bleibst da, du bleibst da, du bleibst da, du läufst dahin. Okay, Pause auflösen. Ah, sehr schön, ich habe die Türen vergessen. Also, die versuchen gerade sich durch die Tür durchzuschweißen, kommen dann in die Krankenstation. Da kriegen sie einen schönen Empfang von den beiden Mentes. Die dürften auf jeden Fall gegen die hier bestehen, weil das halt nur normale Rassen sind und die Mentes sind halt super Nahkämpfer. Und haben den Bonus durch die Krankenstation. Die schalten wir aber erst ein, wenn die durch die Tür durch sind. Hier versucht er auch durchzukommen, aber er ist alleine. Das wird eine ganze Weile dauern. Und wenn er dann durchkommen sollte, schicken wir einfach den Piloten kurzfristig zum Helfen. Ich hoffe mal, dass bis dahin der hier schon geschossen hat und wir den Ausweichbonus durch den Piloten nicht mehr brauchen.
das ist doch mal, genau so habe ich mir die Kämpfe vorgestellt. Also auf einfach war es teilweise echt viel zu einfach. Aber jetzt wird das richtig schön knackig und es macht Spaß, sich eine Taktik auszudenken. Aber gut, Pause weg. Gucken wir, wie lange die Türen halten. So, die sind drin. Wir brauchen Energie in der Krankenstation. So. Ionenbombe braucht recht lange zum Aufladen, weil halt Banks nicht da ist. Aber gut, der Ionendisruptor hat geschossen. Unsere Hülle ist ein wenig runter. Ingenieur wird angegriffen. Pilot wartet. Tut mir leid, aber der Pilot wartet jetzt einfach mal. Wir gucken, was die Waffe da macht. Ionenbombe ist gleich fertig. Komm, 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 komm. Weil sie so lange braucht, wird sie auch recht gefährlich sein. So. Ionenbombe ist da. Burstler ist hinterher. Schön schnell. Komm, 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 komm. Wurde nicht deaktiviert. Ah, das ist ärgerlich. Aber gut. Er scheint ganz gut alleine klarzukommen. Dann lassen wir den Piloten erstmal da, weil ich glaube, das Ding schießt gleich. Wow, es schießt. Okay, unsere Artillerie wurde getroffen. Und das war's. Also es ist wohl eine sehr üble Beamwaffe, die aber Gott sei Dank nur hier lang geschossen hat. Wäre die jetzt hier einmal durch, hätten wir ein Problem gehabt. Aber ja, also. Die Intruder sind kein Problem mehr. Die werden gleich niedergeprügelt. Wir sollten schon mal eine neue Ionenbombe auf die Schilde vorbereiten. Und weiter auf die Waffen schießen. So, und Banks sollte unbedingt zurück zum Waffensystem. So, alle Türen bitte wieder zu. Waffensystem deaktiviert, jedenfalls das Gefährliche. Und irgendjemand hat sich teleportiert. Ah ne, wir haben rüber teleportiert. Okay, sie versuchen ein Feuer zu löschen. Da würde ich doch ganz gerne raufschießen, aber der Pilot ist schon wieder zurück. Okay, Burst lässt auf die Waffen. Bang, 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 bang. Und das war gerade unsere Artillerie. Aber hat fast nichts verursacht. Na gut. Ionenbombe sparen wir uns auf. Burst Laser auf die Schilde. Damit dürfte er hier auch sterben. Genau. Das Feuer breitet sich aus. Wir haben eigentlich schon gewonnen. Aber. Wenn schon, denn schon. Stirb. Ein sehr schöner Kampf. Also wir haben nicht viel verloren. Aber trotzdem sehr schön taktisch. 29 Scrap können wir auch gebrauchen und wir bekommen eine Rakete, eine Drohne, 16 Scrap und eine Drohne gegen einfallende Horden. Finde ich nicht so praktisch. Wir haben ja unsere Mantis. Das können wir auch verkaufen. So, apropos verkaufen. Wir wollen jetzt endlich zum Geschäft. Und wir hätten gerne... Oh, es gibt hier schöne Augments. Erhöht die Recharge-Rate von Schilden um 15% und schützt unser Schild vor Ionenschaden. Okay, 20% Schutz vor Ionenschaden. Okay, erstmal verkaufen. Wir wollen den Ionenblaster loswerden oder nicht? Der kann schön schnell schießen. Und vor allem... Aber er schießt nur einmal und macht nur einen Ionenschaden. Das heißt, er würde einen Schildpunkt auflösen. Nee. Also erstmal verkaufe ich die Systemreparierdrohne. Dann verkaufe ich die Antipersonaldrohne. Das ist aber schon bei 267. Haben sie Waffen im Angebot? Nee. Aber gut, ich verkaufe den Ionenblaster, denn wir haben auch den Heavy Laser noch, der genauso viel Power braucht. Wir werden auf keinen Fall beide gleichzeitig laufen lassen. Jedenfalls nicht vor dem Ende des Spiels. Und bis dahin haben wir noch andere Waffen gefunden. Also, Ionenblaster auch weg. Jetzt haben wir richtig viel Scrap. Essen wird repariert. Dann wird alles an Treibstoff gekauft. So. Wir könnten noch einen Engie holen, aber wir haben schon einen. Dann... Der Schildbooster, 15% schneller Recharge-Rate. Klingt praktisch, aber für 45 Punkte könnten wir uns schon zwei Energiebalken fast holen. Ich glaube, ich gehe erstmal kurz raus, gehe ins Schiff und gucke, was wir hier so machen können. Also wir brauchen noch drei Waffenkontrolle, um den Heavy Laser zu benutzen. Das wären mal eben 160 Credits. Also Scrap. Und dann bräuchten wir nochmal drei hiervon, um den auch zu befeuern.
das wäre fast unser ganzes Scrap. Ich glaube, das mache ich. Es ist mir auf jeden Fall lieber, als wenn wir eine 15% höhere Recharge-Rate haben. Weil es bringt uns nicht mehr Schildpunkte, nur die Erhöhung der... Also wenn die Schildpunkte runtergeprügelt werden, wie lange es dauert, bis sie wieder auf aktiv geschaltet werden. Und das ist schon relativ flott. Also ja, wir nehmen jetzt 1, 2, 3 mal das, 1, 2, 3 mal das. Haben noch 27 Scrap. Und das könnten wir mal in Ausweichen investieren. Sauerstoff. Krankenstation. Nee, Ausweichen klingt wichtig. Ausweichen. So. Und Heavy Laser an. Sehr schön. So. Symmetrie und so weiter. Das heißt, wir haben jetzt in unserer ersten Runde immer die Ionenbombe. Schilde weg. Dann haben wir den Heavy Laser und den Burst Laser. Also insgesamt 5 Schuss, die insgesamt 7 Schaden verursachen. Und damit kriegen wir alles kaputt. Sehr gut. Wir sind jetzt ein richtiges Kriegsschiff. Offiziell und überhaupt. Springen. Wir springen zu dem Notruf. Weil wir alles kaputt machen können. Und so. Wir kommen an dem Notsignal an, in einem Asteroidengürtel, und finden ein Schiff mit Piratenmarkierung, halb zerstört zwischen zwei großen Asteroiden. Wir könnten versuchen, sie rauszuholen, oder wir könnten es zerstören und einfach looten. Ich finde schon komisch, dass wir die Optionen bekommen. Aber vielleicht kriegen wir dann ein Crewmitglied von denen. Wir haben volle Hülle. Wir sind super toll, weil wir 3 Waffen haben. Wir versuchen mal, die da rauszuholen. Ja, wir haben es geschafft. Sie bedanken sich für unsere Hilfe. Und wir kriegen eine Rakete, eine Drohne und 35 Scrap. Schade. Kein Crewmitglied, keine besondere Waffe, kein ganzes Schiff. Aber besser als nichts. Na gut, dann... Oh, ich sehe gerade, wir haben was nicht zu Ende repariert. Das ist nicht gut. Und er könnte noch ein wenig geheilt werden. Ja, ich bin gerade so schön in Fahrt. Es macht tierisch Spaß. Aber ich werde dann noch unfokussierter als sonst. Und übersehe lauter Kleinigkeiten. Wie das Sauerstoffproblem vorhin. Das war nicht so toll. Jedenfalls für die Crewmitglieder. So, jetzt haben wir aber alles repariert. Alle sind voll. Sauerstoff ist okay. Uns fehlt ein Energiepunkt. Den sollten wir uns noch schnell kaufen. So, mehr ausweichen. Uns fehlt noch ein Energiepunkt für das, aber dann können wir die Krankenstation wieder ummodeln, dann passt das auch. So, jetzt sind wir aber vorbereitet. Springen. Wir haben noch ein Geschäft. Wir haben da noch einen Sprungpunkt vor den Rebellen. Also ja, wir springen dahin. Und wir haben die Quest da unten. Ah, die habe ich ganz vergessen. Da sollten wir schnell hin. Also springen wir dahin, dahin, dahin und dann hoffentlich schnell wieder raus. Das war ja vom Protokoll 5234. Und hier ist ein Händler. Okay. Wir haben nichts zu verkaufen. Einen Crew-Teleporter brauchen wir auch nicht. Treibstoff könnten wir ein-, zweimal holen. Das war's dann aber auch. Okay. Wir springen unten rum, damit wir auf dem Rückweg da noch vorbeigehen können. Obwohl, nee, das wird zu eng. Das wird echt eng. Also wenn wir dahin springen, werden die hier sein. Wenn wir da runter springen, könnten die schon hier sein. Und dann müssen wir noch zurück. Auweia. Ich hoffe mal, dass die Quest das wert ist. Sonst müssen wir halt gegen ein Rebellenschiff kämpfen und dann wegspringen. Nur ein wenig Hintergrundinformation. Okay, wir können weiter springen. Und sie waren doch nicht so schnell. Sehr schön. Wir springen zum Questgebiet. Und wir sehen einen kleinen Outpost, der von einer automatischen Drohne bombardiert wird. Dies muss die Föderationsbasis sein, von der wir erzählt bekommen haben. Und er hat nur 2 Schilde. Dafür hat er einen Ionenblaster, einen Beamstrahl und einen Burst Laser Stufe 1. Ja, das kriegen wir locker hin. Dann machen wir nochmal die Ionenbombe auf die Schilde und warten ab. Obwohl, wir müssen gar nicht warten, bis die Ionenbombe fertig ist. Wir schießen einfach mit allem, was wir haben, denn wir sind toll.
So. Auf Waffen, auf Waffen. Jungbomben wir erstmal nicht. Piu, 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 kaputt. Na okay, nicht ganz, aber es brennt, also ist gleich... Hey. Wieso kam der durch unseren Schild durch? Oder war der gerade down? Okay, Ionenbombe auf das Schild. Heavy Burst Laser auf die Waffen. Heavy Laser auf die Schilde und nix trifft. Das ist doch albern. So, du hast eh nichts zu tun. Du reparierst damit den Sauerstofftank. Burst Laser auf die Waffen. Heavy Laser auf die Schilde. Und triff bitte. Also. Da geht so viel daneben. Ist echt nicht mehr feierlich. Aber jetzt kommt die Artillerie und gewonnen. Zwei Höhlenschaden, das ist zu verkraften. Wir kriegen von dem Schiff 2 Treibstoff, eine Drohne, 21 Scrap. Und was kriegen wir von der Quest? Mit der Gefahr gebannt werden wir von dem Außenposten kontaktiert. Sie antworten. Unsere Position wurde kompromittiert. Nimm alles, was du kannst und bringe unsere Überlebenden zur nächsten Station. Ein Soldat will bei uns an Bord bleiben. Und wir kriegen eine Waffe namens Healing Burst. Okay, erstmal haben wir noch einen Engi dazu bekommen. Der kommt zu unserem Nahkampftrupp, nachdem wir repariert haben. Und wir müssen jetzt anscheinend noch irgendwo anders hinspringen. Das könnte sehr knapp werden. Eventuell müssen wir einfach die Questleute mitnehmen und irgendwo verstauen. So, du gehörst dahin, du gehörst dahin. Auch wenn jetzt ein Engi nicht so ein super Nahkämpfer ist. Besser als nix. Sonst sind wir soweit fertig. Der Healing Burst, den gucke ich mir nochmal kurz an. Ausrüstung. Healing Burst braucht nur 1 Energie. Und heilt automatisch alle freundlichen Crewmitglieder in dem Raum. Kann unser eigenes Schiff als Ziel nehmen. Naja. Finde ich jetzt nicht so praktisch. Werde ich wahrscheinlich verkaufen. Alles fertig. Sauerstoff könnte noch ein bisschen gebrauchen. Und dann gucken wir, wo wir sie hinbringen müssen. Ach, wir müssen sie zu irgendeiner Station bringen. Das ist doch sehr schön. Dann können wir da nicht mehr hin, weil es... Oh doch, wir können mit 2 Sprüngen auch zum Kartenrand, zum Kartenausgang. Das heißt, wir gehen hier hin, dahin und zum Ausgang. Aber alles erst nächste Folge. Also bis gleich.